Hätte mich auch gewundert. Erstmal bereiten wir Clay vor, ne? Viel Clay. So, den einen da unten reißen wir auch gleich noch ab. Die zwei. So. Oh, einen Apfel. Dann den und den da. Schauen wir erstmal, dass wir das bekommen. Wobei, ich glaube, mit einem Steak werden wir auch nicht ewig weit kommen, könnte ich mir vorstellen. Vor allem dann nicht, wenn hier der Hammer zerbricht, ne? So, verdammt, out of Holz. Ach, die ist ja auch eingegangen, ne? Die Axt. So. Gleich den nächsten auch abgerissen. Wenn wir schon dabei sind. Wenn er schon so mächtig hier steht. Erstmal die Axt. Und dann die Hämmer. MC Hämmer, ne? Einmal dann noch zusammen craften und dann können wir es schon reinstopfen drüben. Den guten Dust. So schnell geht das hier jetzt, ne? Einfach ein wenig im Kreis drehen und hier ein bisschen die Bugs ignorieren. Alter, bekommt man ja einen Drehwurm. Thank you.
Und so schnell konvertiert man Wasser und Staub zu Ton, ne? Okay, Ton, stimmt das? Ich weiß jetzt gar nicht. So. Dann die einmal zercraften. Reißen wir die mal um schnell. Zack, zack. Dann ist es schon wieder Zeit, sich ins Bett zu hauen, soll ich das sehen. Lass mal schnell zwischendurch. Und das ist sich genau ausgegangen, sehr schön. Ach was, wenn man Compressed Cobblestone nehmen, bekommt man da auch Sealstone raus. Das heißt, wir nehmen noch 1, 2, 3, 4 bräuchten wir. Das heißt, 4 komprimierte Cobblestone. Na, da bin ich jetzt aber neugierig. Wenn das funktioniert, dann ja, dann haben eine leichtere Methode, das Zeug zu machen, ne? Schauen wir uns das mal an. Kann eh nur mal ewig dauern, ne, bis das geschmolzen ist. Kann man zwischenzeitlich den Baum abreißen. So. Sieben Blöcke. Angeblich funktioniert das so? Schauen wir mal.
scheint zu funktioniert zu haben. So, nur damit das hinter der ist, gut zu wissen. Na gut, dann widmen wir uns wieder getrost dem Blast Furnace. Wo wir Bricks brauchen. Acht. Acht, so. Machen wir mal zwei Stacks. Dann für das TNT brauchen wir das Sand. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Oder so. Ah, na gut, da komme ich nicht weiter. Gut. So. Sand ist ja dann doch ein wenig mehr Aufwand, ne? Da müssen wir Scraver machen und dann wieder mal und wieder mal. Was braucht man dann noch? Ach, eh nur Sand hauptsächlich, ne? Yep. Denn die Bricks sind ja schon in Arbeit. Ja, das wird auf keinen Fall reichen. Also der komprimierte Hammer, ne? Wieder mal schlagen wir hier ein auf Zimmer, ne? War da was? Nö. Nicht, dass wir da was kaputt machen, was wir noch brauchen. Hier können wir dann ja überall mal den Boden rausreißen. Und ersetzen, ne? Sehr schön. Und die nächste Partie. Zack, 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 zack. Und da haben wir schon den Sand. Und ich hoffe, ich habe dann genug Gunpowder auf Lager. Dass wir damit auch was weiterbringen. Wäre nämlich cool, wenn wir jetzt in absehbarer Zeit Stahl schmelzen können, ne?
Wäre nämlich wirklich cool, auch wenn wir jetzt kaum Kohle und so haben, aber gut, das lässt sich schon noch irgendwie regeln. Alter. Wächst da einfach, während ich hier rumlauf, spinnt der. Erschrickt man sich ja zu Tode. Upsa. Der geht noch. Setzt dann jetzt gleich dunkel. Ja, wusste ich's doch. Neun. Ah, der wieder zum Schlafen gehen. Vermittelt viel Glück, reicht das? Ich muss aber zugeben, dass ich das eher bezweifle. Wie steht denn da? 3 mal 4 mal 3. Ich glaube, die inneren 2 bleiben leer und wir brauchen nicht mehr viel. Oh mein Gott! Sehr schön. Ich freue mich gerade ein wenig, ne? Wir haben einen Blast Furnace, das heißt, wir können Stahl machen. Dann gib mal einen Stick Eisen her. Auf geht's, guter Mann.